und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Mal wieder dänisch Burg nehmen. Im Auto mit Navi im Hintergrund. Denn wir haben auf Instagram gefragt, euch gefragt, ob ihr einen Vlog wollt, wenn wir bei Ikea sind. Und der wurde ganz klar mit Ja beantwortet. Das heißt, wir fahren gerade zu Ikea und wir nehmen euch jetzt mit. Wir haben die Benetton dabei. Ihr sitzt da hinten im Cybex. Ich wollte gerade Maxi Cosi sagen, aber das ist ja falsch. Und wir sind jetzt auch schon da. Na, wie gesagt, 2 Minuten, nicht mal 1 Kilometer. Ich habe voll deutlich gesagt, steht das nicht. Ich kenne das hier auch schon. Und dann wollen wir ein bisschen was einkaufen. Mal gucken, wir nehmen euch einfach mal mit. Aber ganz dringend erstmal eine Toilette aufsuchen für mich. Denn ich bin schwanger und ich muss pinkeln. Ich war beim Friseur. Felix war gerade beim Friseur. Den Vlog, wo wir beide beim Friseur waren, verlinke ich euch mal hier oben. Daumen. Und ja, dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen, wenn ihr so nicht gesehen habt. Das war die Hochzeit von Dani. Das ist auch schon 2 Monate her. Krass, ne? An meinem Geburtstag. Krass, genau, dein Geburtstag. Ja, die Fahrschulen nehmen wir den, glaube ich, auch, bin bescheuert. So, mein Lieben, wir sind da. Noch einmal ein Kreisel, dann noch ein Kreisel. Und eigentlich sind wir schon da. Also, wir sind schon auf dem Gelände. Hier ist das. Einige Leute werden es wieder kommentieren. Oh, das kenne ich. Wer kennt das nicht? Oh, hier ist sogar Babyborn. Ne? Da müssen wir nochmal zu Babyborn, auch wenn ich die schon auswendig kenne. Aber ah, mein Frau und Frauchen. Hier ist rechts von links, meine Damen. Du darfst. Okay, dann nee, ist dann nicht. Aber er macht das. Er fährt. Oh, er guckt nicht. Rasante Fahrweise. So, da ist Ikea, da wollen wir hin. Und da drin ist noch irgendwo eine Toilette. Die müssen wir ganz, ganz schnell aussuchen. Ganz, ganz schnell. So, wir sind da und da so viele kommentiert haben, dass Felix immer den armen Kinderwagen rausholen muss, hol ich jetzt mal Benetton raus, nicht, dass wieder Kommentare kommen. Oh mein Gott, der arme Felix muss immer alles machen. Ernsthaft? Ja, dass solche Kommentare kommen. Also im Flohmarkt waren. Felix muss immer alles machen. Felix, mach mal dies, Felix, mach mal das. Ja, Leute, ihr wisst selber, wie unnötig eure Kommentare manchmal sind, aber ihr lernt nicht draus. So, was? Dann musst du auf die Kamera halten. Ja, echt mal, ne? So. Aber hier ist der Benetton. Er ist viel zu warm angezogen, aber ich hoffe mal, dass da drin ein bisschen kühler ist. Aber er ist auch so süß angezogen. So. Jetzt können wir seine Jacke gleich noch ausziehen. Gut, nimmst du ihn? Hast du das Trinken dabei? Ja. Ja, hier. Hier steht keine Werbung. Los geht's. Wir suchen jetzt so schnell, dass du... Kleingeld für einen Andi, hier brauchen wir ja gar kein Kleingeld für einen Wagen. Ja, deswegen wird ja auch keiner mehr. Dann gehen wir jetzt schon einen Wagen holen, damit wir ihn nicht tragen müssen. Oh ja, hier ist ein Wagen. Dann schauen wir mal, was wir so finden hier. Ich weiß nicht, Schatz. Willst du ihn hier aufmachen? Der war so schlau und hat den hier so reingekriegt. Der hält es auch, glaube ich, nicht drauf. Die sind immer so bescheuert hier. Ich glaube nicht, dass Benetton da drauf fällt. So? Nein, so nicht. Guck, das, nee, das ist doof, du musst ihn reinstellen. Das hat Ikea so scheiße gemacht, also das ist nicht gut für Cybex. So, ab du Burst. Und ja, der arme Felix auf den Wagen schieben. Los geht's. Hier wollen wir hin. Jetzt ganz schnell Toilette, ne? Ganz schnell Toilette finden. Jo? Jo. Okay. Hier steckt nur Werbung, ne? Die hast du schon an. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht warum, aber der fühlt sich anders an als der. Keine Ahnung warum, das ist der gleiche Schuh. Komisch. Gleiche Größe. Nee, der fühlt sich so. Ja, nicht wahr, aber so. Hier, das doch. Felix hat sich keine Schuhe gekauft. Er ist immer bei Ikea. Hier ist der Benetton. Oh Gott, ich mag das. Erste Etage. So, Ikea von oben. Oh, ich will unbedingt so einen Stuhl im Babyzimmer, ne? Aber dafür ist kein Platz. Und der. Meint ihr jetzt Waffeln?
warme, ja, frisch gemachte Waffe. Felix, der mehr schwanger ist als ich. Und ach so, ja, stimmt. Kartoffelgratin. Ist heute Insider, ne? Wir können auch noch Küchen gucken, Schatz. Nee, besser nicht. Wollen wir denn mit einer Küche? Ich weiß es auch nicht. Ich kaufe eine Baby! So, was wollten wir eigentlich kaufen? Gar nichts. Oh, wir gehen einfach so. Bei Ikea, um wieder Hotdogs zu essen. Oh ja, stimmt. Das ist immer der beste Grund, oder? Ja. Leute, der Einkaufskorb ist fast voll. Und Benetton sieht man schon fast gar nicht mehr. Wir sind aber auch gleich am Ende. Wir haben einiges gekauft. Zeigen euch das nachher mal. Und wieder so ein Live-Haul, ne? Wenn du es einpackst. Nee, ich schmeiß es einfach erstmal in den Kofferraum und packst es, zeigst es nachher. So, wir sind fertig. Haben bezahlt. Ben ist hier. Und Felix holt Hotdogs. Hotdogs. Ben wird immer wieder als super süß empfunden. Bist du 5? Okay. Oder 7. Ich weiß nicht, wie hungert wird. Ich will nur 2. Und 10? Oh, oh, oh. Kleingeldalarm. Oh nein. Ja, das ist der Einkauf. Wir zeigen euch das gleich nochmal ganz genau. Und Spendenmann. Hier drin ist zum Glück. Stimmt, ja. Hier drin ist zum Glück ziemlich kühl, dass das Outfit auf jeden Fall gut ist. Also ich hätte ihn nicht kurzärmlich rumlaufen lassen, das ist zu kalt. Leute, essen. Essen. Das ist die ganze gesunde Variante, ohne Gurken natürlich. Ich habe hier das komplette Paket. So, mein Lieben, wir sind wieder zu Hause, wie ihr seht. Und wir haben auch schon den nächsten Tag. Aber Peter hat gesagt, ich soll euch das mal heute zeigen, was wir alles gekauft haben. Das hier haben wir alles gekauft. Und ich wollte das einfach mal kurz zeigen. Einmal haben wir so Rührschüsseln gekauft. 2 Stück sind das. Also einfach so weiße Schüsseln, eine große und eine etwas kleinere. Irgendwie so zum Kuchenbacken, keine Ahnung. Alles für unsere Wohnung. Dann haben wir für Felix für die Arbeit Glasdosen gekauft. So Glas mit so einem Deckel. Und das Problem bei ihm, er kann halt einfach kein Mittagessen da. Beziehungsweise ist es total teuer bei der Arbeit. Und deswegen habe ich gesagt, okay, nimm noch einfach ein bisschen Mittagessen von zu Hause mit und machst einfach da in die Mikrowelle und dann kannst du das essen. Und deswegen haben wir jetzt solche Dosen hier gekauft. Einmal in so mini klein. Also die haben übrigens 5 Euro gekostet. Hier kostet der Deckel 1,50 und ich glaube diese kleine hat 3 Euro gekostet. Und diese große hier, da hat die Dose 4 Euro und der Deckel auch wieder 1,50. Aber die ist halt doppelt so groß. Und genau, und dann haben wir hier ein Besteckset gekauft. Wir haben das letzte Mal schon Geschirr gekauft und jetzt wollten wir noch ein Besteckset haben. Das hat 26 Euro gekostet und ist eben alles 6-mal da. Und was mir ganz wichtig war, dass wirklich auch Kuchengabeln und kleine Löffel dabei sind, weil sonst hast du immer nur Gabel, Messer und großer Löffel. Und hier ist wirklich alles dabei, alles 6-mal, das heißt, es reicht auch. Und das ist wirklich ein sehr schönes Design, finde ich. Und das hat eben 26 Euro gekostet. Vielleicht sollte ich das nicht so hier rauflegen. So, dann geht's hier weiter. Oh, hier haben wir einmal ein Coca-Cola-Glas von McDonald's. Hier haben wir noch ein paar mehr. Genau, hier haben wir erstmal Tassen. Das sind diese ganz einfachen von Ikea. Also wirklich, ich glaube, was kosten die? 50 Cent oder so. Durch die ganz einfachen Tassen. Davon haben wir jetzt 4 Stück mitgenommen, einfach falls wir mal einen Tee trinken oder so. Und ich finde, da muss man jetzt nicht so viel Geld ausgeben für, sondern das reicht auch vollkommen. Und die haben auch eine gute große Größe für einen Tee. Wie gesagt, 4 Stück. Und ich glaube, der kostet eine irgendwie 50 Cent oder so. Das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Aber kostet auf jeden Fall nicht so viel. Dann haben wir ein Schneidebrett mitgenommen. Das kostet 2 Euro. Das ist richtig schön dick. Da kann man richtig gut drauf schneiden. Oh Gott, es fällt hier gleich alles um. So, dann haben wir Gläser mitgenommen. Auch 4 Stück, weil wir ja noch diese hier haben. Das sind 4, also haben wir dann 8.
Gläser, das sind auch diese ganzen normalen, typischen IKEA-Gläser, würde ich sagen. Die hat meine Schwester auch, die hat irgendwie jede. Und die kosten auch nur 40 Cent. Also da kann man auch echt nichts falsch machen mit. Dann haben wir Geschirrhandtücher gekauft, das sind zwei Stück, die kosten 2 Euro und das sind sogar vier Stück, oder? Vier Stück, genau, vier Geschirrhandtücher in so einem Blau-Weiß. Ich weiß halt nicht, wie ich meine Küche bis jetzt gestalte. Und deswegen, also welche Farbe und so, deswegen haben wir jetzt einfach diese schlichten hier genommen. Bevor ich dann noch irgendwelche Farben benutze. Ich glaube, ich gehe eher so ins Graue, was so Zubehör angeht. Und deswegen, ja, fand ich die ganz in Ordnung. Für 2 Euro kann man doch gar nichts sagen. Dann haben wir hier das Größte. Einmal so diese Schubkästen hier. Ich weiß nicht, die kennen bestimmt alle. Die kosten 6 Euro und die sind schwarz. Die wollte ich für die Wickelkommode haben. Für die Babykleidung. Also, dass man das da richtig schön ordentlich reintun kann, alles. Das sind zwei große, zwei mittlere und zwei kleine. Und die finde ich super praktisch. Und die wollte ich unbedingt haben. Und ich glaube, da kaufen wir sogar noch ein Set von. Dann haben wir hier die restlichen Gläser. Vier Stück haben wir da ja, wie gesagt, gekauft. Oh Gott. So. Dann haben wir noch, oh, das letzte schon, drei solche Schüsseln für Müsli, würde ich mal sagen. Also Müsli-Schüsseln, die waren jetzt bei uns nicht dabei bei dem Besteckset, sondern da waren bei dem Geschirr waren nur tiefe und flache Teller dabei. Und deswegen habe ich gesagt, okay, die passen ganz gut, da passt ordentlich was rein, wenn man Müsli isst oder sonstiges oder mal eine kleine Suppe. Und unser Geschirr ist so schwarz. Weiß und da habe ich gesagt, okay, dann passt das mit dem Schlichten. Deswegen haben wir auch weiße Tassen und alles. Felix wollte ja alles in bunt, aber ich fand das ganz in Ordnung, so mit diesem Weiß. Ganz schlicht und dann war es das auch schon. Das war unser Einkauf insgesamt irgendwas mit 50 Euro, 53 Euro oder so. Aber das teuerste eben 26 Euro, das da. Und genau, das war jetzt bis jetzt der Einkauf. Gestern kamen noch ein paar Babykleidung, die wir gekauft haben. Das hier nicht. Aber so diese Latzhose von H&M, die kennen bestimmt auch ganz, ganz viele. Die wollte ich unbedingt mal haben. Und diesen Strampler habe ich noch gekauft für Eschwege. Also für die Babys, die mit nach Eschwege kommen. Und hier hinten habe ich noch vier Bodys von Lidl. Die sind auch richtig, richtig schön. Das ist diese, ja, Pure Collection irgendwie. Genau, und die sind eben so ein bisschen mädchenfarben. Einmal so weiß-rosa gestreift, einmal so ein lila, einmal so ein rosa und dann dieses hier eben. Die habe ich auch noch gekauft gestern. Genau, und jetzt werde ich erstmal die Sachen einräumen. Genau, das werde ich jetzt machen. Und dann noch ein Video drin. Aber ich will mich für heute verabschieden bei euch. Denn ja, ich wollte hier nur mitnehmen zu IKEA und das war eben jetzt unser IKEA-Haul. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüssi!